Ja, hallo, willkommen, mein Name ist Aniro LP und ich begrüße euch zurück zu Let's Play Crash Bandicoot 3. Wow, und jetzt fängt an zu tanzen. Oh, geil. Bands. Okay, in der letzten Folge haben wir die letzten Level, glaube ich, gemacht, oder die letzte Level, ich weiß auch gar nicht mehr. Ich würde da gerne nachgucken hier, aber wir haben ja nur noch eine Fläche offen, und zwar Dingodile, der Boss von Welt 2, oder Warp Room 2. Und den machen wir jetzt fertig. Wutsch. Ja. Von vielen ja der Lieblingsboss. Auch von mir, ehrlich gesagt. Okay, jetzt reicht's aber. Die Kristalle sind mein. Ich kann dein Gesicht noch sehen. Peinlich. Ja, aber muss auch zugeben, das ist ein geiler Kampf. Und vor allem die Musik. Kommt nur her. Ich werde euch rassen. Ja, komm mal her. Aber erstmal wegrennen, lieber. Muss man auch sagen, das ist echt ein geiler Boss hier. Der Charakter, die Musik. Die. Der Typ an sich hier. Die Atmosphäre hier. Und der Kampf. Bams. Ich gehe auf Nummer sicher, ja. Hi, na. Hört sich ein bisschen leiser an. Vielleicht soll ich das mal ein bisschen lauter machen. Ich meine, okay. Ich habe wieder da ein bisschen herumgefummelt, weil ich musste wegen einem anderen Projekt, was gerade läuft, wieder die Musik ein bisschen ändern. Die Lautstärke. Deswegen. Wow, das war knapp. Deswegen kann jetzt hier wieder ein bisschen lauter oder leiser sein, wie im letzten Part. Aber ich hoffe, das reicht noch. Grin. Weil man tut auch vorausschießen, wenn man irgendwie so läuft, ne? Immer noch voll leise. Egal. So. Wie gesagt, die Bosse sind nicht so schwer. Wahrscheinlich, weil ich die auch kenne. So. Ha! Daneben. 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 Ja, daneben. Ist echt intelligent. Was mach ich hier? Ist echt intelligent, deine Wand hier wegzuballern. Aber meinetwegen. Hast mich erledigt, Kunde. Aber bald steht dir viel Schlimmeres. Ja. Doppelsprung, ja. Für doppelt erhöhten Sprung. Doppelt hohen Sprung. Drücke Sprungtaste X am höchsten Punkt und drücke nochmal X. Weiter mit Dreieck. Erstmal tanzen. Und so pasch. Sehr schön. Ja, 3 Minuten, Boss schon weg. Okay. So, was war die letzte Level hier? Die, okay. Ja, und die, ich glaube, das waren die letzten beiden. Machen wir erstmal ganz normal weiter, oder? Ja. Gibt ja wieder hier ein Secret Warp Room, wie im zweiten Teil war. Bevor ich nicht weiß, was ich dafür brauche, warte ich ja erstmal mit den Relikten. Ich glaube, dafür braucht man welche. Oder Edelsteine, keine Ahnung. So, wir gehen zu Dynamite. Boah, voll die Anspielung. Wir haben da schon ein neues Gesichtchen. Das war doch der vom Anfang. Erinnert ihr euch? Na. Haben wir alten Bäume genau, der. Das nicht weit gebracht? Ich bin Dr. Nefarious Trophy, Herrscher der Zeit und Erfinder eben jener Zeitmaschine, die ihr hier vor euch seht. Opa und Dr. Cortex schicken mich, um diese Scharade zu beenden. Mit den Kristallen kommt ihr hier nicht raus. Nur über meine Leiche. Das ist der Plan. Okay. Ah, sehr schön. Erstmal, Bams. Geht aber nur am höchsten Punkt. Sehr schön. Ja, mit Doppelsprung sind wir jetzt voll übermächtig. Und wieso sind die Soundeffekte so leise?
Oder ist die Musik so laut? Was du denn? Du siehst aus wie ich, Mann. Ah, wie geht? Wie viele Kisten haben wir? 112. Okay. Okay, schon wieder stimmt irgendwas mit dem Sound nicht. Ich hasse es. Boah, geil. Mit dem Doppelsprung fühle ich mich auf jeden Fall sicherer. Ach, hat hier. Was du denn? So, da brauche ich einen gelben Edelstein. Dann haben wir schon mal das Rätsel gelöst mit dem zweiten Edelstein. Ich könnte jetzt wagen, meine Attacke zu kopieren. Ich glaube, ich spinne. Hallo? Oh, hi. Na? Boah. Sehr schön. Kann das Ding auch irgendwas? Machen wir der 1 oder Kreis? Pff, nein, nicht hauen. Crash, bist du eigentlich irre? Nein. Ich vergesse mal. Ich will damit rennen, aber geht ja nicht. Wow. Lass mal. Ja, und das ist uns vollkommen egal, also. Boink. Naja, wann kannst du mal sagen, dass Dinosaurier auf dich drauf gesprungen ist? Sau geil. So, mit dem Leben habe ich noch gar keine Probleme, zum Glück. Oh Gott. Danke. So, komm her. Aber nicht gut, dass hier alles so spitze läuft. Halt, brauche ich irgendwas? Muss ich hier? Weiß ich nicht. Aktivieren wir mal. Web. Oh, Bonus. Der Sound ist wirklich irgendwie leise. Kann das sein? Normalerweise müsste ich doch meine Drehung hören. Oder ist die Musik im Vergleich so wirklich viel zu laut? Das kann doch nicht sein, Mann. Ja. Ist auch voll gebracht, aber egal. Ja, vorsichtig. Ist nichts, okay. Ja, danach kann ich gar nicht mehr Endings machen. Den super Bauchklatscher. Auf Doom. Brutisch. Jetzt war da oben wahrscheinlich was. So, jetzt kommt was richtig mieses da. Das weiß ich sogar noch. Man muss jetzt mit den Schockwellen ja die Dinger kaputt machen. Genauso. Ha. Aber wer weiß, vielleicht wird aber mit den Kisten, wenn irgendwie nichts in diesem gelben Portal sind. Oder gelbe Plattform hat, weiß ich, wie man das nennt. Ein paar Nitro-Kisten sind hier. Also mal gucken. Wop. Oh ja. So diesen Dinger. Crash Bandicoot 2 war ich schon längst irgendwie verreckt durch irgendwas. Bei diesem Level. Ah. Nein. Nein. Habe ich die jetzt getroffen? Egal. Boah, ich dachte, ich würde das hier ohne Leben verlieren schaffen. Nein. War zu früh, Mann. Ich war noch nicht ready. My body was not ready. Nein. Pff. Vor allem, ich weiß ja nicht, ob das zählt, wenn Daddy kaputt macht. Doch. Was zum Teufel? Ich glaube, der da oben, der hätte nicht gezählt. Wer weiß, vielleicht muss ich die alle kaputt machen. Das wäre richtig geil. Whip. Das waren viel zu wenige. Also im Teufel, der Nitro-Deaktivierungsding war auch nicht dabei. Okay. Da haben wir 10 Minuten, okay. Locker eine Level haben wir geschafft, noch eine kommt. Na gut, dann muss ich hier nochmal reinlatschen. Nachdem ich den gelben Edelstein gefunden habe. Was haben wir hier? Eine Tauchlevel und da ist der rote, okay. Deep Trouble. Oh Mann, auf Wasserlevel, da freue ich mich jetzt nicht so. Wahrscheinlich sind da auch wieder nicht alle Kisten
Oh, ich krieg direkt das Ding. Aber wie viel haben wir hier? 83. Das ist ja nicht so viel. Keine Ahnung. Einfach gucken. So, ich lasse mir schön mit dem Teil Zeit. Weil er geht schnell kaputt und das möchte ich nicht. Ich laufe mal sicher. Ist jetzt gut. Ich weiß nicht, ob so ein Nitro kaputt macht Dingen hier auftaucht, weil man es theoretisch ja so kaputt machen könnte. Deswegen. Ja. Tue ich mal alles so kaputt machen. So ein bisschen doof, dass das Ding nach vorne geht, ohne was ich verdrücke. Hier, ich drücke gar nichts und das bewegt sich einfach nach vorne. Bams. Am Kugelfisch mit einem Torpedo abgeschossen. Voll brutal. Voll krank eigentlich. Hat ein Crash für Probleme. Ihr könntet ruhig mal ein Checkpoint hier spendieren. Oh Mann. Nein! Nein! Au! 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 Nein, die brauche ich doch noch, verdammt! Oh Mann. Den ganzen Weg will er hier rein. Wutsch! Nein, nicht umdrehen. So. Einfach hier alles tot schießen. Das Leben unter Wasser vernichten. Crash hat auch Probleme irgendwie. So. Jetzt Vorsicht vor dem Aal-Dingen. Okay. Der hat keinen Bock rauszukommen. So. Guck mal her. Ich hab einen Hai verprügelt. Unter Wasser. So, Checkpoint, Checkpoint. Geil. Bams. Bams. Web. Nein. Nein. Einfach durch, einfach durch, einfach durch. Habe ich doch schon mal in irgendein Let's Play gesagt. Da ist ja nicht gut ausgegangen. So. Ich hab dich schon gehört, Mann. Ihr seid da sowieso da. Was soll ich mir Sorgen um euch machen, hä? Aua. Ins Mikro kommen. Okay. Ich frage mich, ob wieder irgendwie so Dinger kommen, wo man meinen Edelstein zu bekommen keine Kisten sammeln muss. Da wenigstens darauf hingedeutet wird. So. Die Wumperfrüchte sagen, ich soll da lang. Okay, ich muss irgendwas aktivieren anscheinend. Okay, ich hab keinen Bock. Lass mich rein, ich muss am Ende irgendwie ganz viele, irgendwie so ein Ding aktivieren. Bis dann lebend dahin schaffen, ne? Da möchte ich natürlich alles Leben bis dahin zerstören. Manchmal nicht auch so Bomben liegen irgendwie? Ja, war den anderen Crash Bandicoot. Ich glaube, das war ein anderen Crash Bandicoot. Ich glaube, das war ein Zorn des Cortex, ne? Na. Na. Okay. Die Hälfte haben wir schon mal. Hä? Aber knapp. Okay, da habe ich irgendwas kaputt gemacht. Ja, ich kann sogar Wumper Dinger ab. Ist klar. Nein. Boah, das nervt so, dass sich das Ding immer umdreht. Weil ich nicht stehen bleiben kann. Nein. Oh, leck mich. So, und hier ist das Ding. Jetzt muss ich den ganzen Weg zurückrennen, glaube ich. Also schwimmen, nicht rennen. Ihr wisst schon, was ich meine. Zum Glück habe ich alles Leben auf dem Weg dahin getötet. Also dürfte das kein Problem sein. Außer die Dinger natürlich. So. Wie soll ich denn das aktivieren denn?
Obwohl, mit dem Ding muss ich ja gar nicht zurück. Da konnte ich ja gar nicht zurückgehen. So muss ich irgendwas hier so per Hand machen. Wahrscheinlich auf so eine TNT-Kiste drauf tippen. Nein, 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 nein. Das Einzige, was mich hier noch töten kann, ist jetzt dieser verkackte Aal. Ich wusste es. So. Was jetzt? So. Touch. Sehr schön. Oh, ein Checkpoint, Gott sei Dank. Jetzt kommt irgendwie das Schwierigste überhaupt, ne? Was? Okay, wollte schon sagen. Egal, hier ist ein Checkpoint, mir kann eigentlich nichts mehr passieren. Ja. Ja. Nein, 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 nein. Ja. Nein! Nein! Wie bin ich denn dadurch gestorben, Mensch? Was ist denn da passiert? Au. Pff. Ja. Also ich komme durch so 10 Nitro-Kisten auf einmal, aber dann kommt so Kack-Dingens hier. Nein, fass mich nicht an. So, nein, 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 nein. So, gehen wir aus dem Weg. Roter Edelstein? Nein. Ja, das hättest du wohl gern, ne? Komm, I kill you! I kill you too! Ach schon, das war's doch, oder? Oh, leck mich an. Leck mich. Bams. Bams. Und raus hier. Ha! Level gemeistert. Ha, 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 ha. Ja, wäre ein guter Zeitpunkt für einen Schnitt, habe ich so das Gefühl, ne? Yay! 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 Ja, das ist doch mal ein Tanz werden, ne? Mm, mm. Chica, 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 bau, chica, bau. Bau! Okay, speichern mal. Oder ich beende mein Part einfach hier. Speichern durch danach. Ich würde sagen, wir sehen uns dann in der nächsten Folge von Let's Play Crash Bandicoot 3. What? Ich bedanke mich alle fürs Zuschauen und sage Tschüss, bis zur nächsten Folge.